Ja, also ich bin der Markus von Spielen Programmieren und ich bin jetzt hier beim Stand von der HTL Otterkring und rede mit dem Günther Zeiler. Okay. Was macht man bei euch so? Bei uns gibt es an sich drei Richtungen. Die eine Richtung ist Elektrotechnik, die zweite Richtung ist Informationstechnik und die dritte Richtung ist Maschinenbau. Programmieren ist Bestandteil mittlerweile jeder Fachrichtung. Das heißt, wenn es nur ums Programmieren geht, könnte man theoretisch alle drei Fachrichtungen besuchen. Natürlich wird man bei Informationstechnik viel mehr über den Aufbau des Computers noch lernen, wie Computer miteinander kommunizieren. Und in Elektrotechnik lernt man dafür auch, wie Strom erzeugt wird, beziehungsweise im Schwerpunkt Informationstechnik auch über Netzwerktechnik. Und bei Maschinenbau ist hauptsächlich neben dem Programmieren auch die Anwendung von Programmen, zum Beispiel AutoCAD, im Schwerpunkt. Also sehr viel lernt man hier. Beim Programmieren lernt man auch, wie man Spiele programmiert zum Beispiel. Das Problem beim Programmieren ist immer, dass am Anfang es sehr uninteressant ist, weil man muss einmal lernen, welche Typen gibt es, welche Grundregeln gibt es. Natürlich versucht man hier Beispiele zu nehmen, die interessant sind für die Schüler, die natürlich spielähnlich sind, weil ein komplettes Spiel zu programmieren, da muss man schon selber programmieren können. Und vor allem sind die Vorstellungen relativ groß, weil auch bereits einfache Dinge, wie zum Beispiel die Deko.at, was er schon in jeder kennt, man gibt etwas ein und kriegt Ergebnisse. Aber ich glaube, niemand ist sich bewusst, welcher Aufwand, welcher Entwicklungsaufwand hinter diesem einfachen Programm steckt. Wenn sie dann komplexe Bildschirme aufbauen, wie es bei all diesen Spielen gibt, die sie nachprogrammieren müssen, dann müsste man schon sehr gut programmieren können. Aber so wie es früher war, so alte Spiele, ein Blumenfrist, ein paar Körner, also das ist schon das Ergebnis, was man in der HTL am Ende der Ausbildung zusammenbringt.